größtes Ziel vorhaben, ist, den Nachwuchs zu fördern. Was geht denn hier heute eigentlich ab? Schönes. Ja, wir sind hier bei Q64, einer Zahnarztpraxis in Berlin, und diese Zahnarztpraxis unterstützt den Radsport schon seit 2010 inzwischen, und diese Masterparty, die es ja ist, die hat sich seit dem ja, etabliert am Abend vor dem Peloton, und da treffen sich ja, Radsportfreunde und Radsportanhänger und zum gemeinsamen Carboloading. Okay, und was haben wir hier liegen? Was ist das? Ja, das ist was ganz Neues quasi. Das ist was ganz, ganz Neues. Und zwar ist das die Radsportland-Kollektion und der Radsportland-Kampagne. Und also ich habe gehört, ist so ein bisschen dein Steckenpferd jetzt, die ganze Geschichte. Genau, wir sind im Januar gestartet mit der Kampagne und auch mit der Kollektion. Und wir stellen quasi die Frage, ist Deutschland ein Radsportland? Und ja, ohne die Antwort vorwegzunehmen, es gibt extreme Entwicklungen in der Hedonistenszene, würde ich sie mal nennen, ja, die Fixie-Jungs und in der Jedermann-Szene generell, was man sieht, die Starterfelder, was wir haben in Hamburg oder Berlin, das ist, ich sag mal, weltweit gibt's nicht viele Länder, die solche Rennen auf die Beine stellen und wo so viele Menschen hobbymäßig Rennrad fahren, ambitioniert. Und was auf der Strecke bleibt, ist der Nachwuchs dahingehend. Wir haben halt einen Radsport-Boom haben wir aktuell in Deutschland. Wir haben die Tour in Deutschland. Wir haben tolle Entwicklung, aber es fehlt an Nachwuchs, es fehlt an der Vereinsarbeit. Und wir wollen im Prinzip zum einen kommunizieren. Wir wollen den Radsport neu darstellen. Und was wir als allererstes oder als größtes Ziel vorhaben, ist, den Nachwuchs zu fördern. Das wollen wir erreichen, indem wir der Radsportland-Kampagne deutschlandweit eine Community aufbauen. Und wir sind davon überzeugt, dass über kurz oder lang diese Community enorme Kraft und eine enorme Power entfalten kann. Ist so ein bisschen an der Zeit, was zurückzugeben, dem Ford? Absolut, absolut, ja. Also ich habe dem Radsport persönlich als Sportler sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Und ich sehe das auch in meinem Umfeld. Also man muss nicht Profi werden oder man muss nicht Medaillen gewinnen oder zur Weltmeisterschaft fahren. So ein Sport, der prägt Leistungswillen, Teamplay, einfach in der Widerstandsfähigkeit, und ich glaube, das kann einem Leben dann schon sehr viel weiterhelfen. Wie kann man dich unterstützen bei dem ganzen Vorhaben? Wir haben tolle Partner dabei, also wenn man mal hier auf die Seite guckt, wir haben extra nicht zu prominent platziert, aber mit Wahoo, Alpecin, ich sag mal BMC und DT Swiss, sieht man schon, dass da auch ein paar Firmen dahinter stehen, die das Ganze auch cool finden. Und die Idee ist, man kauft das Set, und von dem Set gehen automatisch 50 Euro in den Topf für Nachwuchsprojekte. Die Projekte bestimmen wir, die Projekte suchen wir aus, und wir sind aber da auch natürlich auf Ideen und Vorschläge angewiesen oder da auch dankbar drüber, und freuen uns, dass wir, sag ich mal, im August, September dann anfangen können, die ersten Projekte umzusetzen. Hier ist noch ein wichtiger Punkt. Wasserträger. Genau, das hat es damit auf sich? Das wird man quasi. In dem Moment, wo du dich der Community anschließt, wo du die Klamotte kaufst, wirst du Wasserträger und wirst quasi zum Wasserträger des Radsports in Deutschland. Und das ist quasi deine Uniform. Wobei man ganz klar sagen muss, wir wollen verbinden, wir wollen kommunizieren, und es geht nicht darum, dass man unsere Klamotte kauft und dass man die Produkte unserer Partner kauft, sondern wir wollen ja Leute zusammenbringen, und es gibt viele gute Entwicklungen, und jetzt müssen wir gemeinsam einen Strang ziehen. Das ist das Ziel.